Pokémon seit der ersten Generation nicht mehr angerührt? Dann, junger Trainer, mach dir ab sofort keine Sorgen mehr, ich helfe dir auf die Sprünge. Oh, Junge, danke, Professor. Was hat sich denn in Pokémon verändert seit der Generation Blau und Rot? Also, die Struktur des Spiels ist noch dieselbe wie damals. Du hast ein Pokémon, das rundenbasiert gegen wilde, urtrainierte Pokémon kämpft, während du die Welt erkundest. Außerdem sind da einige neue Typen von Pokémon, wie Stahl, Unlicht oder Fee. Okay, das klingt ziemlich simpel. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen. Pokémon haben jetzt Geschlechter, was Einfluss auf das Züchten hat, und das passiert in der Aufzugpension. Oh. Okay, nun... Außerdem existieren jetzt über 700 Pokémon und eins davon ist ein verdammter fliegender Schlüssel. Kein Scheiß. Ich sollte dann mal... Ich schätze, ich sollte Shinies erwähnen. Hör mal, ich habe echt keinen Schimmer, wieso die Leute so verrückt danach sind. Aber es gibt eine sehr geringe Chance, dass du ein Pokémon findest, das ein klein bisschen anders gefärbt ist. Bitte, ich muss... Halt dein verfluchtes Maul, du wirst mehr gebumst als ein Ditto in der Pension. Um klarzustellen, diese Teile können mit fast jedem anderen Pokémon rummachen. Hören Sie, ich bezahle Sie. Wow, ich habe bestimmt noch Infos, die für 5 Stunden reichten von Bulbapedia. So, wo war ich? Bären, na klar, die Dinger sind riesig und habe ich erwähnt, dass Pokémon jetzt Items tragen können? Yep, das können sie. Hilfe, Hilfe bitte irgendwer! Probier's erst gar nicht, es ist verschlossen. Geprüft von mir. Wenn ich so an die Bären denke, fällt mir gerade ein... Sag einfach, ob es noch Spaß macht, verdammt! Ja, grundsätzlich ist es immer noch das gleiche Spiel. Es ist toll. Kann ich einfach das meiste, was du gesagt hast, ignorieren und mehr ein Team zusammenbauen, was meiner Meinung nach cool aussieht? Ich schätze schon, aber wir sollten eventuell über die Mega-Evolution reden. Mega-Evolution? Das klingt ziemlich geil. Es ist geil. Sogar noch geiler als Bären.